Das zweite Sakrament ist 1. Könige 8, Vers 16. 1. Könige 8, Vers 16. David baut den Tempel nicht. Die Dynastie kommt vor dem Tempel. Ja? Der Sohn Gottes kommt vor dem Tempel. Der Salomo, nachdem die Dynastie gegründet ist und ihre Verheißung hat, darf den Tempel bauen. Und jetzt ist das etwas, was der moderne Mensch wieder nicht versteht. Was heißt denn Tempel? Auch bei den Heiden, die verstehen das ganz anders als wir modernen Menschen. Was heißt Tempel? Sehen Sie, in Nias zum Beispiel, ist eine Insel von Indonesien, westlich von Sumatra. Ja? In Nias, da hatten sie Hausgötter. Das sind so groß, etwa Holz, aus Holz, schön geschnitzt. Hausgötter, die stehen im Eck. Die standen im Eck, bevor sie sich bekehrten, vom Haus, also in der Stubenecke, stand der Hausgötze. Und jetzt haben sie wie aus Streichhölzern eine Leiter gebaut, von dem weg, rauf bis ans Dach, eine Leiter mit lautern Treppchen, ja, und da eine Löchlerei und dann wieder auf der anderen Seite am Haus nunter. Ja. Ja, da lächeln sie aber, die sind gescheit gewesen, die Leute, die wussten viel mehr wie wir. Das heißt, was heißt das Götterbild? Das Götterbild heißt nicht, dass da die Gottheit drin ist. Die Gottheit kann nämlich abhauen und das Bild bleibt stehen. Und man muss der Gottheit eine Leiterle bauen, dass sie, wenn sie will, abhauen kann. Was ist dann das Bild? Ja, was ist dann das Bild? Im Bild kannst du die Gottheit sprechen. Und das ist genau biblisch. Gott ist überall, aber Gott ist nicht überall zu sprechen. Und das kann der moderne Mensch überhaupt nicht begreifen. Das sagt, ich gehe in den Wald, da kann ich auch Gott sprechen, das ist nicht wahr. Gott ist gar nicht überall zu sprechen. Und wenn er überall zu sprechen wäre, Gott sei Dank nicht. Ich musste einen Besuch machen, in der Karwoche war das gerade, 1961, schon unvergesslich, in einer Gemeinde bei Stuttgart, bei einem Mann, der aus der Kirche ausgetreten ist. Da muss man ja als Pfarrer einen Besuch machen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, es ist ja meistens ums Geld, aber ich muss es ja ernst nehmen, um Kirchensteuer nicht, aber ich nehme es ja ernst. Und ich habe gesagt, was bewegt Sie denn, dass Sie nicht mehr zum Gottesdienst kommen? Er sagt doch, ich halt mein Gottesdienst im Wald, da begegne Gott auch. Haben Sie das am letzten Sonntag gemacht? Ja, da waren gerade die Blätter ausgeschlagen, nicht? Im April, wunderbar. Ja, da sind sie Gott begegnet. Ja, dann haben wir gesagt, wenn sie klicket. Wenn sie Gott begegnet wären, täten sie nicht mehr vor mir standen. Dann wären sie tot. Ja, das steht in der Bibel. Kein Mensch bleibt am Leben, der Gott direkt sieht. Niemand von uns kann Gott direkt begegnen. 1. Timotheus 6, er wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann. Nietzsche hat es kapiert. Nietzsche sagt am Ende seines Lebens, er wollte Gott ohne Jesus begegnen, weil er den Gekreuzigten hasste. Am Ende seines Lebens sagt er, an der Sonne verbrannt am Licht. Verbrannt. Dann sie klicket, hat er gesagt, dass sie Gott nicht begegnen, sonst ständet sie nicht mehr da. Wir können nicht Gott überall begegnen. Nein, wir können nur da begegnen, wer zu sprechen ist. Bei den Heiden ist er im Bild zu sprechen, ja? Das ist das Unbiblische. Im Bild ist er zu sprechen, aber er kann auch woanders sein. Gott ist nur zu sprechen im Tempel. Im Tempel von Jerusalem. Und zwar, was ist da in der Mitte? Die Lade. Und was ist in der Lade drin? Der Bundesschluss, die 10 Gebote. Der Bund. Und auf der Lade sitzt niemand. Er thront unsichtbar. Und da war er zu sprechen im Tempel. Und da musste man hingehen. Und nur wer im Tempel mit ihm gesprochen hatte, mit ihm Telefonverbindung. Gott ist nicht, sehen Sie, wenn ich sage, jetzt will ich mal mit Gott sprechen. Also das ist gerade, wenn ich sage, Herr Bundespräsident Karstens, ich bin jetzt gerade in Olfe, jetzt kennt ihr es ja auch geschwind, so Viertelstunde, kommen Sie geschwind her. Ja, das kann ich nicht machen, das ist eine Respektsperson. Da muss ich liegen, wenn ins Vorzimmer darf und klopfen. Ne? Das ist Gebet.
Wir müssen an den Ort gehen, den Gott bestimmt hat, wo wir mit ihm sprechen. Der Herr Carstens hat auch einen Ort bestimmt. Und so hat der Ewige auch einen Ort bestimmt, wo allein er zu sprechen ist. Das ist der nächste Tempel in Jerusalem. Und dieser Tempel wird abgelöst. Die Zeit dieses Tempels geht wann zu Ende? Das ist eine heilsgeschichtliche Wende. Bis dahin war der Herr im Tempel. Wo der ewige Sohn am Kreuz endet und aufersteht. Jetzt ist er der Tempel. Das heißt, jetzt kann ich den Ewigen durch Jesus sprechen, so ihr etwas bitten werdet in meinem Namen. Jetzt schlagen Sie auf 1. Könige 8, Vers 16. Was wohnt im Tempel? Von dem Tag an, da ich mein Volk Israel aus Ägypten, 1. Könige 8, 16, aus Ägypten führte, habe ich keine Stadt erwählt unter irgendeinem Stamm Israels, dass mir ein Haus gebaut würde, dass mein Name da wäre. Aber jetzt in diesem Tempel. Da wohnt mein Name. Er selber ist größer als der Tempel. Salomo sagt was? Die Himmel und aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Gott ist größer wie das Weltall. Aber an einer Stelle zu sprechen, bei Jesus. An einer Stelle zu sprechen. Dieser Ewige, der ist größer als der Tempel. Aber da ist er zu sprechen. Und sehen Sie, dieser Tempel ist Vorzeichen auf Jesus. Und jetzt gibt es im Neuen Testament drei Begriffe für Tempel. Jesus selber. Zweitens, der Tempel Gottes derzeit. Die Gemeinde Jesu. Wir werden gleich sehen, was das heißt. Bei den Propheten dann, an einer Stelle des Paulus. Da wohnt der Heiland. Der Heiland wohnt, wo Gottes Kinder beieinander sind. Psalm 22, er thront über Israels Lobgesängen. Heute Morgen, Bileam, gell? Da, wo wir den Herrn loben, da thront er. Da ist er gegenwärtig. Drittens, wo wohnt er noch? Wisst ihr nicht, das sei er Leib. In meinem, nicht in meinem Geist, nicht in meinem Kopf, in meinem Leib. So wie die Erde wichtig ist, so ist der Leib wichtig. In meinem Leib. Also, mit dieser Hand darf ich ihm dienen. Mit meinem Kopf darf ich ihm denken. Mit meinem Auge darf ich ihm dienen, indem ich Not sehe oder Chancen oder Evangelisation sehe. Mit meinem Geldbeutel, das ist ein ganz wichtiges Stück vom Leib dahinter. Mit meinem Geldbeutel, das ist Leib, darf ich ihm dienen. So ist mein Leib Tempel des Heiligen Geistes. Das ist das Jesus, er selber, durch sein Wort, nicht? Er durch sein Wort. Zweitens, die Gemeinde Jesu. Drittens, dein Leib. Ja, deshalb dürfen wir auch nicht zu viel fressen. Das ist nichts für den Leib. Dann wird er nicht wichtig für die Arbeit für Jesus. Dann wird er faul. Müssen wir aufpassen mit dem Leib. Der muss Werkzeug sein für Jesus. Denn dafür, wie sagt Paulus, wartet des Leibes doch, dass er nicht geil werde. Schön übersetzt von Luther, Römer 13 am Schluss. Pflegt ruhig den Leib, aber pass auf, dass er nicht eine eigene Dynamik kriegt. Dass ihr bloß für den Leib da seid. Und jetzt ist die Frage, was wird dann aus dem Tempel, wenn der Herr wiederkommt? Jesus hat eine einzige Stelle. Das ist bei Markus ganz wunderbar, wo er sagt, was werden wird. Dies Haus nicht mehr Opferhaus. Warum? Am Kreuz ist endgültig geopfert. Endgültig. Nicht mehr Opferhaus. Dies Haus ist ein Bethaus. Für die Gläubigen. Für alle Völker. Jetzt, oh, große Sachen. Wisst ihr, was das werden wird? Das seht ihr jetzt aus Jesaja 2. Das wird die UNO werden in Jerusalem. Und die Völker gehen dorthin. Die Politiker, die miteinander Krach haben und miteinander Krieg führen wollen. Da sagt der Auferstandene, der Wiederkommende, kommt nach Jerusalem. Und jetzt kommen diese streitenden Kerle. Der Brezhnev oder wer es ist, die kommen dorthin. Und was sagt dann Jesus, was machen wir zuerst? Zuerst machen wir Gebetsgemeinschaft. Das ist der Sinn. Mein Haus soll ein Bethaus werden für alle Völker. Das wird wirklich erfüllt. Glaub mir's, das ist der Weltfriede. Der kommt so. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann werden sie ihre Schwerter zu Flugscharen machen. Dann, weil sie sehen, es ist jetzt die richtige Entspannungspolitik. Jesus ist der große Entspannungspolitiker.
Und zwar durch die Gebetsgemeinschaft fängt es an im Tempel. Ja, ihr lächelt immer mehr, denkt, was bringt der Schwab da für Ideen? Nicht? Das bringe ich nicht von mir, das ist aus der Bibel. Jesaja 2, das kann ich jetzt nicht auslegen. 2, 1 bis 5, das ist modern für die ganze Friedensbewegung. Die müssen Jesaja 2 lernen, die Friedensbewegung. Da steht's drin, mit der Friedensbewegung. Frieden schaffen ohne Waffen. Da steht's drin. Das schaffen nicht wir. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Meine Brüder und Schwestern, Sie sehen, was für wunderbare Dinge hier sich anbahnen. 2 Sakramente, das Land und Israel wird wieder ins Land kommen. Und da wird sie ihm schenken. Und ich stelle die Frage, die wir morgen früh dann behandeln werden. Ist Israel noch im Sinai-Bund oder nicht? Damit hängt die Frage des Landes zusammen. Ist Israel im Sinai-Bund? Da werden wir dann sehen, Israel kommt ins Land. So, und der Tempel, das 2. Sakrament. Und Sie sehen jetzt, wie wir alle eine wunderbare Würde bekommen. Unser Leib, dieser Leib, der uns so nach unten zieht, der wird durch Jesus zu einem Haus gemacht, durch das er wirkt. Und Heiligung besteht jetzt darin, von diesem Haus, das ihm gehört, immer neu ein Zimmer übergeben. Damit möchte ich schließen. Sehen Sie, Bekehrung ist, dass ich ein Haus habe. Das ist mein Lebenshaus und mein Leib hat ein Haus. Und Bekehrung heißt, Herr Jesus, da hast du den Hausschlüssel. Das Haus gehört dir. Habt ihr das schon gemacht? Habt ihr ihm den Hausschlüssel schon übergeben? Ja? Jetzt passt auf, wie das weitergeht. Und Herr Jesus freut sich. Er freut sich immer, denn er ist der Eigentümer. Wir nicht, gell? Wir sind nur die Mieter. Müsst ihr ein bisschen Miete zahlen? Verlangt er auch? Ja? Überlegen Sie, was Ihr Miete ist in Ihrem Leben. Das Haus gehört ihm. Er hat den Hausschlüssel. Und jetzt geht er mit dem Walter gleich ins Haus rein. Und sagt, Walter, das ist schön. Das Haus gehört mir. Dann will er gleich ins erste Zimmer rein. Jetzt ist das auch noch geschlossen. Und dann sagt er, was hast du denn da für ein Zimmer? Und dann sage ich, oh Heiland, da muss ich geschwind nach dem Schlüssel gucken. Jetzt habe ich jedes Zimmer noch verschlossen. Was ist Heiligung? Dass ich jedes einzelne Zimmer Stück um Stück übergebe. Und wann übergibt der Walter gleich das letzte Zimmer? Wenn er im Sarg liegt. Ja. Wenn er im Sarg liegt. Das ist jetzt Heiligung. Ja. Sehen Sie, so wird mein Leib ein Tempel Gottes, ein Tempel Christi. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? So wird unser Leben ein Tempel, dass wir Stück um Stück unseres Leibes und Lebens dem Herrn Jesus übergeben, den Zimmerschlüssel. Das Haus gehört als ganzem ihm, das ist Bekehrung. Aber in der Heiligung Gottes jetzt als Einzelne, ans Gleichgeschriebene, nicht? Jetzt geht es ans Einzelne. Ja, das ist Heiligung. Und so wird unser Leib zum Tempel. Wir wollen dem Herrn danken, dass er unser schmutziges Zeug, ist doch alles schmutzig, was der Mensch anpackt, ist schmutzig, dass er unser schmutziges Zeug übernimmt und sagt, es ist mir nicht so schmutzig genug, ich tue es abwaschen. Ich wasche es und tue es dann benutzen und so entsteht Heiligung und so entsteht ein fröhliches Leben mit Jesus, wo man Stück um Stück wieder ein Zimmerle aufmacht und sagt, Herr Jesus, da darfst du jetzt auch rein. Wir wollen beten. Herr, hab du Dank, dass du der letzte Politiker bist, du Sohn Davids und du Sohn des lebendigen Gottes. Das ganze Chaos dieser Weltgeschichte und was da alles auf uns zukommt an Katastrophen, es mündet nicht ein im Untergang der Erde. Die Welt geht nicht unter, wenn du wiederkommst, sondern zuerst wird die Erde erneuert. Und deine davidische, königliche Dynastie wird errichtet über dieser Erde. Und erst dann werden Himmel und Erde vergehen. Erst dann. Wir freuen uns, dass wir da dann mit dir arbeiten dürfen und diese ganze Schöpfung unterwerfen. Aber da müssen wir zuvor bereit sein zum Leiden. Denn wer hier leidet, wird dort mit König sein. Und da müssen wir mit dir leiden hier und mit dir den Weg gehen. Auch diesen Darlehensweg, Herr, dass wir kein Eigentum für uns mehr haben. Nichts mehr für uns selber, nichts mehr deinen Blicken vorenthalten. Gib, dass jedes unter uns heute Abend mit dir unter vier Augen spricht. Mit dir bespricht, was da noch für verschlossene Zimmer sind.
mit dir bespricht, wo wir Eigentum haben, statt Darlehen bloß. Wo wir also geraubt haben, wo wir es für einen Raub gehalten haben, als ob es uns gehörte, und es gehört auch dir. Herr, wir danken dir und preisen dich, dass du, dieser König, gnädig und barmherzig bist. Ein König, der am Kreuze starb und dort uns erworben hat. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass wir dich als den Tempel haben. Durch dich dürfen wir in jeder Lage mit dem Heiligen und Ewigen sprechen. Durch dich. Wir haben immer einen Zugang zum Vater. Wir brauchen nie mehr im Monolog leben. Immer im Dialog mit dir. Immer. Wir sind nie mehr für uns allein. O Herr, hab du Lob und Dank. Und lass es auch all die, die hier sind und unter ihrem Alleinsein leiden, spüren. Sie sind nicht allein, sondern du bist da. Durch dich können wir mit dem Vater reden, immer mit dir sprechen. Du bist der Tempel. Hab du Lob und Dank, Herr Jesus. Und dann freuen wir uns, dass wir hinausschauen dürfen über alles, was an Katastrophen geschieht, auf das, was kommen wird. Auch der Tempel in Jerusalem wird einmal der Ort sein, wo die Völker, wo die Politiker der Völker Gebetsgemeinschaft mit dir haben. Und das wird den Frieden auf diese Erde bringen. Wie wunderbar diese Hoffnung. Amen. Wisst ihr, wir haben etwas zu lernen von Johann Christoph Blumhardt, dem Älteren. Der Jüngere ist nicht so schätzenswert. Der Johann Christoph Blumhardt, der Ältere, der war zuletzt in Bonn, in Bad Boll, nicht bei Göppingen. Und dort hat er einen kleinen Stall gehabt, der steht heute noch, und einen Schopf. Im Stall hat er zwei Geiler gehabt und im Schopf hat er ein Gitschle gehabt. Und wisst ihr warum? Wenn der Heiland kommt, dass er noch schnell mit seinem Gitschle nach Jerusalem fahren kann. Ja, ja, so war der Johann Christoph Blumhardt. In der Zeit hat er sich verrechnet, aber warten wird doch nie gereuen. Wir warten nicht umsonst, zuletzt wird es kommen. Jesaja dachte auch schon vielleicht zu seinen Lebzeiten. Wie der Immanuel sah, dachte er zu seinen Lebzeiten. Und es hat noch 700 Jahre gedauert, aber falsch gehofft hat er nicht. Und so hat er Blumhardt mit seinem Gitschle und seinem Wägele gehofft, dass er nach Jerusalem fahren kann. Und so hoffen wir auch. Ja, ja, wir dürfen auch hoffen, dass wir den Herrn erleben. Also ich habe die Hoffnung, ich bin jetzt 69. Ich weiß nicht, wie lange ich lebe noch. Aber ich könnte es vielleicht erleben, dass der Heiland kommt. Denn die Zeit